Heute werde ich zum allerersten Mal wakeboarden mit der Hilfe von René. Ich bin sehr nervös, aber ich hoffe, ich werde so weit wie möglich kommen. René? Hi, mein Name ist René, bin 30 Jahre alt und seit 18 Jahren auf dem Wasser. So, Marie, das sieht doch schon mal super sportlich aus. Auf jeden Fall. Wir sind ja hier heute zum Wakeboarden und deswegen bin ich gespannt, wie gut du dich machst. Du hast ja gar keine Erfahrung. Gar nicht. Deswegen werde ich dir das auf jeden Fall nochmal schön erklären, und damit du auch gleich auf dem Wasser richtig abperformen kannst. Ich würde dir noch ausstatten mit dem Wakeboard. Genau, dann stelle ich dir noch ein paar Fragen, welches Bein du vorne hast, weil das starke Bein kommt nach vorne beim Wakeboarden, ob rechts oder links vorne. Okay. Und dann geht's schon fast los. Okay. Ja? Cool. Dann komm mit. Ich habe dir das Board schon rausgesucht. Ja. Das ist jetzt links vorne. Okay. Und da würden wir jetzt gemeinsam runtergehen und dann würde ich dir den Start erklären. Mhm. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du natürlich alles fragen. Okay, danke. Ja? Dann nehme ich es mal gleich cool. mit. Cool, kannst du dir auf jeden Fall nehmen und dann gehen wir gemeinsam runter. So, Marie, damit das gleich auch alles perfekt funktioniert, werden wir jetzt erstmal den Trockenstart üben. Mhm. Ich steige da immer gerne mit meinen Füßen rein. So, wichtig ist am Start, dass die Beine immer angewinkelt sind, die Zehenspitzen oben und in deinem Fall linke Beine leicht nach vorne. So, Marie, bist du bereit? Genau, hier hast du die Hantel. Um dich mal ein bisschen vertraut damit zu machen. Die Startposition, wie eben erklärt, haben wir jetzt schon einmal durchgegangen. Mhm. Genau. Und sitzen tust du da gut. Das Gewicht noch ein bisschen mehr auf die rechte Seite. Ja. Mehr so, meine ich hier. Zack. Ach, zack. Okay. Und dann wird es ernst. Hacken belasten und dann. Ich bin richtig nervös gerade. Okay. Aber die Ampel ist grün, das heißt, es ist deiner. Wenn ich jetzt sag, schön ziehen und dann gucken wir, was passiert. Und jetzt. Wichtig ist am Start, dass tatsächlich die Arme schön am Körper bleiben. Das heißt, wenn der Zug kommt, müsste man halten, halten, halten. Auf dem Wasser werden die Arme lang, man bleibt schön klein. Und dann muss man mit den Schultern ausbalancieren, den Punkt auf dem Board zu finden. Diesen Punkt zu finden ist das Schwerste. Hast du ihn gefunden? Stell dir vor, dann hast du es geschafft. So, Marie, das war grundsätzlich gar nicht mal so schlecht. Du musst versuchen, ein bisschen entspannter zu sein. Wie bitte? Oh, ein bisschen entspannter. Du warst sehr steif. Ja. Versuchen, die Arme schön in meinen Körper zu lassen und nicht nur mit dem Oberkörper arbeiten, sondern auch mit den Beinen. Das heißt, die Beine schön die Hacken belasten und dann versuchen wir das gleich nochmal. So, Marie, das Ganze wiederholen wir natürlich nochmal. Ich werde dir jetzt mal ein bisschen Starthilfe geben, damit das noch besser klappt. Und dann gucken wir mal, ja? Zack. So, ich drücke die Ampel jetzt auf grün. Werde dich mal in die richtige Position setzen, tust du da super. Ich werde dein Bein nur halten. Wichtig ist jetzt, dass du die Arme schön am Körper lässt. Mhm. Und dann läuft das Ganze, ja? Okay. Klasse. Und zieh. Oh, was? Ich vergleiche es immer gerne mit Laufen. Deswegen ist der Sport anfangs sehr, sehr anstrengend. Ich sage, man läuft 3 Kilometer, am Ende läuft man 10. Und hier ist das genau das Gleiche. Anfangs schaffst du 3 Runden und dann irgendwann 20. Und wie war dein erster Eindruck? Erzähl. Du bist ein Stück gefahren. Was? Leicht verkrampft, aber sonst geht's. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich bin ich leicht verkrampft. Aber das ist ja normal, alles gut, neuer Sport. Ich bin wirklich mega aufgeregt auch. Nächster Versuch. Schön die Hantel an die linke Hüfte, das Board ein bisschen mehr vor dir. Das nach vorne ausstrecken. Also mehr so nach vorne. Zack, genau. Und dann helfe ich dir wieder und die Ampel ist grün, das heißt, es ist deiner. Und vorne bleiben. Okay. Genau, und ich helfe dir wieder. Sie ist verrückt. Ich sag dir das, sie ist verrückt. Neben der Rampe? Ja, zum Glück neben der Rampe. Perfekt. Es war sehr anstrengend. Ich musste auf so viele kleine Elemente und kleine Bewegungen achten. Aber als ich mehrere Meter fahren konnte, hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr in der Nähe von euch auch eine Wasserskianlage habt, dann besucht sie auf jeden Fall. Bis dann, eure Marie Laurence. Dir hat das Video gefallen? Dann lass uns einen Daumen hoch da. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, wirst du keine Videos mehr verpassen. Bis bald, eure Marie Laurence.